Hallo und herzlich willkommen bei My Time at Porsche. Ich werde gerade hier irgendwie weggeschoben. Wir müssen uns mal hier ein bisschen um unsere Tiere kümmern. Hier, guck mal, so ein bisschen unsere Tierliebhaben. Die ist auch schon fast ausgewachsen, 63%. Hier 70%. Wir müssen ein bisschen Überblick gewinnen hier. Und da haben wir noch ein Schäfchen. So, das ist auch bald ausgewachsen. So, wie sieht's mit dir aus? Ja, jeder kriegt heute eine Streicheleinheit. So, hier Streicheleinheit. 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 So. Jetzt noch die zwei da hinten. Na du. Guck mal, du bist noch ganz klein. Du bist jetzt bei 15%. So. Haben wir alle gestreichelt. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Ihr habt nicht mehr so viel zu fressen. Da müssen wir hier gerade mal nachtanken. So ein paar Kürbisse noch rein. Ein bisschen Honig. Dann hiervon. Und dann haben wir hier noch ein paar Schlangenbeeren. So, das hätten wir aufgefüllt. Nein, das möchte ich nicht. So, vielleicht mal hier ein Foto machen mit euch. Nur guckt er jetzt gerade total in die falsche Richtung. Hier, so. Mit den Fliegen. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass das Fliegen sind. So, jetzt haben wir natürlich noch... das müssen wir aufsammeln. Dann wachsen die nämlich schneller. So. Haben wir gemacht und jetzt müssen wir... Oh, guck mal, da ist der Roboter wieder. Erstmal unser Material abholen und dann haben wir schon wieder einen Brief. Hier, von der Handelsgilde. Lieber Handwerker, gestern hast du bei der Inspektion der Produkte auf Fehlerforderung der Arbeit geleistet. Genauso wie ein Handwerker erster Klasse es tun sollte. Du, wir danken dir dafür. Ein kleines Gedank bekommst du eine Nähmaschine und hier oben dreimal Energiesteine. Super, gut. Und wir haben hier von der Handelsgilde. Hey Citizens, I'm happy to inform you that we have opened our South Block Trade Post. This trade post will be used to trade daily items and materials from Sandrock and other cities. The post is located at Yais Motel in the South Block. The guidelines are written on the post board. Read them before you start, especially for Higgins. Happy trading! Okay. Dann müssen wir da später mal vorbeikommen. So, eine ganze Menge Material hier. Das müssen wir halt dann auch nicht mehr sammeln, weil wir das halt dann irgendwie auch schon so zusammenbekommen. So, ich habe jetzt erstmal den Ghetto Blaster schon gebaut. Und wir gucken mal, Handelsauftrag Ghetto Blaster geht an. Bei Antoine. Okay, so. Das passt mir sehr gut, weil ich wollte nämlich nach neuen Aufträgen gucken. Antoine. Der ist nicht da. Doch, da ist er. Hi. Ich habe einen Handelsauftrag. Ja. Dankeschön, 6.000. Oh, und es gibt schon wieder was. Können wir den auch noch annehmen? Du hast schon einen Handelsauftrag. Du kannst keinen weiteren annehmen. Okay. Hier, Körbchen. Das ist ein Fehler, das ist ein Fehler. Das war falsch. Ah, hier ist der Boden. Stimmt nicht. So. Gut, nächstes. Nächstes, nächstes, nächstes. So, hier das ist ein bisschen schwieriger, weil das ziemlich komplex ist. Das ist ziemlich komplex. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schnell die drei Fehler finden werden. Oh. Oh, oh. Da ist ein Fehler. Da ist ein Fehler. Und, hui. Oh, oh. Oh, oh, das ist jetzt echt...
Nee, das war's nicht. Schwierig. Schwierig. Oh, ich sehe es nicht. Oh, der ist so komplex, der macht uns jetzt alles kaputt. Die Striche sind alle in der gleichen Farbe. Hier kann ich jetzt, ich kann keinen Unterschied mehr sehen. Oh nein! Nein, ich bin so gut eigentlich in diesem Ding hier. Der ist verbogen. Ah, Mann, das war's nicht. Hier unten, das stimmt nicht. Ah, Mann, das hat uns jetzt alles kaputt gemacht. Wir waren so gut. Nicht, dass dieser Higgins jetzt auch noch besser ist oder so. Ey, jetzt wird's langsam nämlich ziemlich heftig hier. Oh mein Gott, das ist länger. Das ist doch... Ich bin eigentlich super gut in solchen Vergleichsspielen. Nein, nein, das kann nicht sein. Da, ich hab's gefunden. So, hier ist eine Hütte und da ist schon mal ein Fehler. Dann haben wir hier die Hundehütte von vorne, von der Seite. Da oben ist ein Fehler. Hundehütte von unten. Hundehütte von vorne. Hundehütte von da. Hundehütte von hinten. Der Knochen ist auch gleich, oder? Die Spitzen hier oben, die sind auch gleich. Die Maserung ist gleich. Ey, das Spiel wird richtig schwer. Das kann ich gerade nicht sehen. Ist ja irgendwie... In der Maserung kann halt auch irgendwie ein Unterschied sein. Oh, Mist. Hoffentlich nicht innen drin, dass wir innen reingucken müssen oder so. Die Füßchen sind alle gleich lang, oder? Da. Das hat ein bisschen rausgestanden. Ich musste mich leider beeilen, ich konnte es euch nicht vorher zeigen. So, wir müssen gucken, dass wir unseren... Ah, wir müssen bei Petra vorbei, das habe ich vergessen. Mist, schnell. So. Schnell zu Petra. Und Scrapsy füttern, wenn wir ihn sehen. Der alte Halunke, der streift schon wieder irgendwo hier rum. Da hinten ist Pinky. Da kommt Merlin. Ach ja, und wir können ja auch hier noch einen Auftrag abgeben, stimmt. Hey Petra, ich habe was für dich.
Ah, nun, du bist nicht der Erste, der sich danach erkundigt hat. Wir arbeiten schon daran. Trotzdem habe ich noch 5 weitere Datendisks, um herauszufinden, welche Reichweite der Bus erhöhen kann. Ja. Oh, ich habe doch 5 Datendisks. Ja klar, ich habe 35. Toll. Wir werden bald die Ergebnisse für dich haben, hoffentlich. Das erinnert mich tatsächlich an meine Tage in Vega 5. Dort haben sie eine Menge von Fahrzeugen erforscht. So, ich habe aber noch einen Auftrag für dich. Ich verstehe das nicht, was ihr da immer erzählt. So, Beziehung, ja. Aber hatte ich nicht noch einen Ghetto-Blaster für dich? Moment mal. Ah ne, den haben wir ja. Ah, den hat ja Antoine angenommen. So, was denn hier? Was ist denn hier das Forschungsdings? Research Center Exchange. Ja, aber das ist doch alles Kacke, was ihr hier habt. Das ist doch nicht. Das hab ich doch alles schon. Mann, ich will neues Zeug haben. Neues Zeug. Neu. Hallo. So, wir müssen jetzt abwarten, bis wir das bekommen. Mist. Guck mal, hier gibt's Fische. Aha. Da haben wir erst geguckt. Vielleicht kriegen wir jetzt oben noch einen anderen Auftrag. Aber da waren ja jetzt nur diese... Scrapsy. Ja, Scrapsy-Line. Ja, super. Hier, guck mal hier. Ich habe noch ein bisschen Futter für dich. Ja, der kleine Scrapsy. Ja, der hat die größte Futter gekriegt. Und jetzt können wir auch interagieren. Was können wir machen? Streicheln. Siehst du? Und nochmal streicheln. Und nochmal streicheln. Und nochmal streicheln. Ah, es geht nicht mehr. So. Ich mache jetzt einfach nochmal ein Bild von hier. Aber der hat immer diese blöde Pose drauf. Screenshots. So, ich hoffe, wir haben genug Screenshots gesammelt. So, ich war auch noch nie da oben mit dem Café. Jetzt könnten wir mal runter zum Südblock fahren. Beim Südblock, hier ist der Südblock. Dann fahren wir doch einfach mal dahin. Ja, wir haben ja quasi heute frei. So, da ist der Südblock. Da auch schon die Bushaltestation. Guck mal, es hat sich jetzt hier schon zu so einer kleinen... Aha. Wo konnten wir hier einkaufen? War das im Hotel? Aha. Guck mal, die hängen hier alle rum. Was gibt's denn hier? Aha. Military Engine. Die kostet uns irgendwelche unbekannten Sachen. Dann kriegen wir hier Golden Ginger. Keramik Jug. Sandtee. Oh, ich hätte gerne mal Bock auf einen Tee. Firestone. Ha. Entschuldigung, muss ich aber gähnen. Vielleicht können wir Sachen hier verkaufen. Die Kisten, was bringen die? 300. Kriegen wir 600 zusammen. Was bringt denn die Nähmaschine? 400. Weißt du was, die verkaufen wir. Was bringt denn das Ding? 145. Wir haben es eh noch nicht getestet. Komm, weg damit. Was bringt das? 100.
Aber das Buch ist für irgendwas da und ich habe es noch nicht gerafft, wofür es da ist. So, was bringt das hier? Zum 300? Eigentlich diese Kisten, wenn die 300 bringen, können wir da vielleicht wieder ein paar von herstellen, oder? So, was haben wir denn hier? Blaues Leder bringt gar nicht so viel. Die bringen 79, du bringst 77. Okay, was bringt der Kristall? 8. Ist ja mies. Was bringt denn das? 79 ist auch nicht so viel, gell? Weil ist ja doch recht wertvoll eigentlich. So, 40.000 haben wir zusammen. Mit 50.000 können wir unser Haus updaten. Wir sind den ganzen Sachen also jetzt schon mal ein ganzes Stück näher, aber ich habe jetzt hier keine so guten Sachen mehr zum Handeln. Wie sieht denn sonst hier aus? Was kann man hier machen? Da! Aha! South Block Trading Post. Regenbogenblume. Können wir kaufen? Oder was? Eine Henne. Ein Schaf. Leder. Baumwolle. Aha. Leinen. Kuh. Davon brauchen wir aber gar nichts. Eine Henne. Wir haben eigentlich alles, was hier so steht. Das können wir nicht gebrauchen. Hier oben geht es nochmal hoch. Oh, ist noch viel größer. Guck mal hier. Hier sind die Betten. Okay. Man muss ja immer auch darauf achten, dass hier immer die Zeit weiterläuft. Hier ist alles voll mit Betten. Okay, wo geht's hier hin? Das geht nirgendwo hin. Dann gleich wieder runter und dann müssen wir zurück, weil wir haben ja so wenig Zeit. Wenn ich jetzt schon wüsste, was wir für den Bus brauchen, dann könnten wir schon anfangen vorzuproduzieren. Und ich habe eigentlich auch vor, dass wir zwei Busse bauen. Das wäre doch geil, wenn wir noch hinkriegen würden, dass wir einen zweiten Bus auch noch bauen können. So, wir könnten noch mal ein paar Relikte sammeln eigentlich. Was ist das hier? Oaks möchte was von uns, der möchte was essen. Und da wollte ich hier, genau, pass auf, wir halten mal, da ist die Bushaltestelle. Ne, wir gucken mal ganz kurz bei der beim Fischereihafen, ob es da noch irgendwas Neues gibt. Denn hier waren wir tatsächlich noch bisher ganz selten. Ich weiß nämlich, dass wir hier noch ganz schön viel ausbauen können auch. 18.32 Uhr, der hat bestimmt zu. So, Fischereihafen. Ich weiß natürlich noch nicht, was wir jetzt hier alles machen können. Welcome. Also wir können hier leider nicht reingehen. Ich dachte, wir können hier irgendwie noch tolle Sachen kaufen oder so. Ah, was war das? Immerhin buntes Fell haben wir bekommen. Da ist eine Bushaltestelle, genau. Wir gehen mal kurz hier hin und gucken, ob wir an der Bushaltestelle irgendwas machen können. Nee. Das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie irgendwo hinfahren oder so. So, ist ein ganzes Stück zu laufen bis zu uns nach Hause. Momentan haben wir nur den einen Auftrag. So, ich würde ja vorproduzieren, wenn ich wüsste, was wir brauchen. Das weiß ich halt noch nicht. Wir könnten aber gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Laternen bauen, um unser Gelände hier zu beleuchten. Ich würde sagen, das ist ein Möbelstück. Wir können 5 Stück bauen und das kostet uns... Ja gut, ich würde... Das ist halt immer das Problem. Wenn wir das jetzt bauen, ja, und dann stellt sich raus, okay, der Bus braucht genau Bronzerohre und er braucht Glas. Dann haben wir uns da echt selbst ins Fleisch geschnitten. Das wäre jetzt auch doof, wenn das so wäre. Können wir eigentlich mit ihr... Nee, wir können sie nur aufnehmen. Vielleicht können wir noch irgendwas produzieren, was wir gut verkaufen können. Ich guck nochmal, was die Kisten kosten. Wir hatten ja da diese
Die haben wir ja hergestellt. Die kosten Stahlplatten und Eisenholzdielen. Und die bringen jeweils 300. Guck mal, Verkaufspreis 300. Ich will gerne mal durchgucken, was hier das teuerste ist. 150? Ja, 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 ja. Ich glaube, mit den Kisten würden wir schon ganz gut laufen. Na, da so 10 Stück von bauen. Oh. Mit Bronzerohren. 6 Bronzerohre ergeben 250. Das wäre auch noch eine Methode, was Geld zu, hier Geld zu verdienen. Was? 250. Dann haben wir hier leitfähiger Boden. Dann haben wir das da. Das war jetzt das. So, mal gucken hier. Gunpowder bringt nicht so viel ein. Flaschenzug. Oh, Flaschenzug bringt 771. Wenn wir da noch mal ein paar Stahlplatten herstellen und die Lager vielleicht noch herstellen. Das wäre doch eine gute Handelsdings. Das hier bringt 210. Das ist egal, egal. Es bringt alles nicht so viel Geld ein. Tatsächlich, für 700 so ein Flaschenzug bringt 700. Das heißt, wir müssen Stahlplatten herstellen und müssen Lager herstellen. Alles klar. Hört sofort auf, das zu bauen. Aufhören. Ja, Stahlplatten. Du kannst 13 Stahlplatten bauen. Okay, mach mal 5. Das ist so wenig. Stahlplatten. Hier, 8 Stück. Fertigen, 5. Warum haben wir so wenig Stahlplatten? Habe ich da hinten keine Produktion von Stahl mehr? Ich habe auf Bronze jetzt gerade gesetzt, gell? Ja, also, vergiss es. Wir brauchen Stahlplatten. Nee, warte mal, einfach Carbonstahl. Und hier vorne, Sekunde, die machen das, glaube ich, gleich aus Erz. Ja, das wird aus Eisenerz hergestellt. Also wir müssen Eisenerz besorgen. Schnell noch eine Expedition machen und Eisenerz kaufen. Also abbauen. Warte mal, Stahlplatten lasse ich gerade produzieren. Was war das andere, was wir noch brauchten? Stahlplatten und Lager. Okay, Lager. Wie viele Lager kannst du herstellen? 14? Ne, gar keine, weil wir keine Zinnlegierungen haben. Ja, was ist los? Du hast kein... Ah, Mist, du hast nichts mehr zum Auftanken. Ja. Zinnlegierungen. Stell mal her, 10-mal Zinnlegierung. Auftanken. So, auch hier bitte herstellen Zinnlegierung. Ja. Ja. 10. Oder ich mach gleich 20. Auftanken. Zinnlegierung. Fertigen. 10. Jetzt habe ich mich verklickt, aber egal. So. 10 Legierungen. 20. So, auftanken. 10 Legierungen. Ja. 20. 10 Legierungen. So. 20. 10 Legierungen.
25. Ist er aufgetankt? Ja, nein. Na, ist egal. So, hier. Abbrechen. Ja. 10 Legierung. 25. Leg los. Halt. Den müssen wir auftanken. Nächster. Auftanken. 10 Legierung. 25. Okay. So, jetzt müssten wir eigentlich nochmal Eisen besorgen. Jetzt ist natürlich ziemlich knapp mit der Zeit. Jetzt da hochlaufe. Dann werden wir nicht mehr so viel Eisen bekommen. Wir tun unser Bestes. Wir versuchen so viel Eisen rauszuschlagen, wie es irgendwie geht. Aber Eisen fehlt uns ganz oft. Vielleicht sollten wir mal so ein paar tausend Eisen uns besorgen. Verlassene Mine 2. So, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Jetzt muss ich natürlich hier gleich auch einen Platz finden, wo wir gut Eisen abbauen können. Das sieht schlecht aus. Wie sind wir denn langgelaufen? Jetzt finde ich hier kein Eisen. Wir haben es doch hier irgendwo durch die Wand geschlagen. So, hier Eisen. Oh, hier. So viel Eisen, wie es geht, bauen wir jetzt noch ab. Ich hoffe mal, dass wir dabei noch ein paar Relikte finden. Aber 2 Stunden zum Abbauen ist halt auch ziemlich knapp. Wobei unsere Spitzhacke ja richtig viel jetzt schon liefert. Was bringt denn das jedes Mal? Level Up! Das ist schon mal gut, dass ein Level Up gegeben hat. Ich werde jetzt aber noch schnell hier, weil es so wenig Zeit ist, werden wir jetzt das komplett hier noch verdingsten, verbrauchen. Die Zeit hier, um das Eisen abzubauen. Und gucken, dass wir möglichst viel hier raushauen. Weil tatsächlich Eisen abbauen tun wir ganz oft. Und so ein paar Datendisks, die dabei rauskommen, ist ja auch nicht schlecht. So 1:40 Uhr. Wir haben also quasi noch 1 Stunde Zeit. Oben ist noch was. Es ist spät, du solltest dich hinlegen. Aber es hat ja bisher noch keine Nachteile, wenn wir irgendwie zu lange machen. Ich habe jedenfalls noch keine mitbekommen, dass es irgendwie Nachteile hat oder so. Deswegen werden wir das einfach ausnutzen. Jetzt kriegen wir kein Eisen mehr hier. Ach Mann, jetzt hänge ich ja auch noch fest. Also gut, Leute. Macht's schon mal gut. Ich würde sagen, für heute war's das. Ja, wir werden jetzt nichts mehr zusammenkriegen. Bis morgen. Tschüss. Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.